Yo. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Türchen aus dem literarischen Adventskalender 2019, einem Projekt der Jugendkoordination Kronberg, einer neuen innovativen Form von Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg installiert hat. Und ich darf sie zusammen mit meinem Kollegen Stefan Seidmelk aufbauen, was mich sehr freut. Jugendkoordination bedeutet, dass wir den Gedanken verfolgen, dass das, was Jugendliche an öffentlichen Orten und sonst wo so dann und wann treiben, kein reines pubertäres Affentheater ist, sondern dass darin großartiges Potenzial steckt für innovative, zukunftsgestaltende, hoffnungsvolle Ideen. Und dieses Potenzial, das wollen wir entdecken, das wollen wir fördern und wollen Jugendliche begleiten auf dem Weg dahin, dass daraus großartige Projekte werden können. Und wir wollen ältere Mitbürger dabei begleiten, zu verstehen, welches Potenzial in den Jugendlichen schlummert. Und wenn es uns gelingt, einfach zu übersetzen, also Übersetzungsarbeit zu leisten von dem, was da eigentlich geschieht und vor sich geht. Ja, und im literarischen Adventskalender kommt heute auch eine spannende Geschichte dran, die ebenso spannend ist wie diese Arbeit in der Jugendkoordination Kronberg. Dazu kommt, dass heute der internationale Affentag ist. Also ein Tag, an dem man auch mal darüber nachdenken kann, was dieses Affentheater, der Tanz der Jugendlichen und der Tanz der Älteren, dieses ewige Hin und Her, das ja schon seit Anbeginn der Zeiten zwischen den Generationen stattfindet, was das so eigentlich bedeuten könnte und wie man das vielleicht etwas verändern könnte. Aber zurück zum literarischen Adventskalender. Heute lese ich eine Geschichte meines lieben Freundes Thomas Klappstein aus dem Band 5 von Weihnachtswundernacht. Weihnachtswundernacht war eine tolle, spannende Buchreihe, die wir 7 Jahre lang im Brendo Verlag miteinander gestaltet haben, wo wir Geschichten über Weihnachten geschrieben haben. Und aus dieser Geschichte, aus diesem Buch lese ich heute die Geschichte von Thomas Klappstein, eine spannende Nachtschicht, neulich in Bethlehem. Wann kommt Papa endlich zurück? Lukas, der jüngste Sohn der Familie, fragt seine Mutter bestimmt schon zum 5. Mal. Ah, Thomas, ich merke gerade, Band 5. Und deswegen fragt Lukas seine Mutter zum 5. Mal. Das hast du genial eingeleitet. Also, Lukas, der jüngste Sohn der Familie, fragt seine Mutter bestimmt schon zum 5. Mal im 5. Band von Weihnachtswundernacht, wann sein Vater denn endlich zurückkommt. Es wird schon dunkel draußen. Er hat mich doch nicht vergessen, oder? Keine Angst, Lukas. Du weißt doch, dein Vater hält seine Versprechen, antwortet ihm seine Mutter Judith. Ist denn mit dem Schaf alles klar? Na sicher, Mama. Jetzt kann Meo endlich zur Herde gebracht werden. Lukas ist mächtig aufgeregt. Es ist soweit. Heute darf er seinem Vater Michaja nämlich zur Arbeit begleiten. Sogar zur Nachtschicht. Am nächsten Tag ist keine Schule und daher ist der Zeitpunkt optimal. Gut kann er sich noch daran erinnern, wie sein Vater das kleine Lamm mit nach Hause gebracht hat. Das Mutterschaf war verschwunden, hatte er erklärt. Vielleicht von einem wilden Tier gerissen. Und jetzt müsse jemand dafür sorgen, dass das kleine Lamm überleben kann. Ihm regelmäßig Milch geben, es großziehen. Lukas hatte das kleine hilflose Lamm sofort in sein Herz geschlossen und sich bereit erklärt, es zu versorgen. Das war vor ein paar Monaten gewesen. Auch einen Namen hatte er dem Lamm gegeben, Meo. Seine Mutter und sein Vater haben ihm hier und da ein wenig geholfen und ab und an mussten sie Lukas auch mal daran erinnern, dass das Lamm neues Stroh und neues Heu braucht. Aber nun war es gewachsen. Kein Lamm mehr, sondern ein Jungschaf.
und konnte zurück zur Herde. Eigentlich hätte Lucas Meo auch gerne behalten, ließ sich aber schließlich von den Argumenten seiner Eltern überzeugen, dass Meo sich auf Dauer in der Gemeinschaft seiner Herde wohler fühlen würde. Und die Aussicht, eine Nachtschicht mit seinem Vater auf dem Feld bei der Herde verbringen zu können, hat ihn dann endgültig überzeugt. Und heute Nacht sollte es passieren. Eigentlich wollte Michaja die Aktion während einer Tagschicht erledigen, aber Lukas hatte so viel von dem tollen Sternenhimmel erzählt bekommen, dass er unbedingt nachts dabei sein wollte. Außerdem freute er sich auf das Lagerfeuer, an dem sich sein Vater und dessen Kollegen wärmten und gegenseitig Geschichten erzählten. So stellte Lukas sich das jedenfalls vor. Jetzt könnte Papa endlich kommen, denkt Lukas. Er ist noch in der örtlichen Synagoge, wo es heute einen interessanten Vortrag gibt, den er sich vor Beginn der Nachtschicht anhören wollte. Doch endlich hört Lukas die Schritte seines Vaters vor der Haustür. Als sich die Tür öffnet, rennt er ihm entgegen und fragt: Kann es losgehen, Papa, kann es losgehen? Mama hat schon alles vorbereitet, deine Hirtentasche ist gepackt und für mich ist auch etwas mit dabei. Michaja ist Hirtenmeister im jüdischen Hirtenverband und wenn er Nachtschicht hat, bereitet seine Frau Judith immer ein Butterbrotpaket mit Hammelbratenschnitten vor, füllt den Lederschlauch mit heißem Tee und packt alles in seine Hirtentasche. Dieses Mal ein paar Schnitten mehr für Lukas und auch noch zwei kleine Töpfe mit Honig, den ihr Sohn so gerne mag. Kann losgehen, Lukas, sagt der Vater. Binde deinen Meo an die Leine, damit das Schaf uns auf dem Weg nicht ausbüchst und dann lass uns losgehen. Bist du auch warm genug angezogen? Na klar, Papa, entgegnet Lukas und ist auch schon aus der Tür, um das Schaf aus dem kleinen Stall zu holen. Schön, dass du alles so toll vorbereitet hast, Judith, bedankt sich Michaja bei seiner Frau. Bin mal gespannt, was die Nacht so bringt. Heute soll es angeblich eine besondere Sternenkonstellation geben. Wird bestimmt interessant für Lukas, wenn er uns nicht einschläft. Viel Spaß euch beiden, sagt Judith. Sie steht noch eine Weile im Türrahmen und beobachtet mit einem Schmunzeln ihre beiden Männer, wie sie gemeinsam zur Schicht gehen. Am Ortsausgang von Bethlehem, so heißt die Stadt, in der Michaja mit seiner Familie lebt, treffen sie seine beiden Kollegen Simon und Haggai. Simon hat die neueste Schriftrolle der Bethlehem-Bild unter seinen Arm geklemmt. Zwei Schlagzeilen beherrschen die Titelseite. Volkszählung. War der Aufwand nötig? Und unbekannter Stern über Bethlehem in den nächsten Nächten erwartet. Was in Zeitungen und Schriftrollen halt so geschrieben wird. Die vier begrüßen sich und besonders Lukas wird von Simon und Haggai willkommen geheißen. Super, dass du heute dabei bist, dann können wir öfter mal eine Pause machen, scherzen sie mit Lukas herum. Toll, was aus deinem Schaf geworden ist, das hast du prima hinbekommen. Wenn wir das Feld bei den Hürden erreicht haben, werden wir es gleich zu den anderen bringen. Du bist bestimmt schon sehr gespannt, was dich heute Nacht alles erwartet, oder? Und wie, prustet es aus Lukas heraus. Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht sein, entgegnen ihm die beiden älteren, erfahrenen Hirten. Es kann auch sein, dass dir die Nacht lang und öde vorkommen wird. Sicherlich ist es eine Nachtschicht wie jede andere. Aber der Sternenhimmel wird bestimmt ganz toll werden, ist Lukas sicher. Kann man ja jetzt schon sehen, obwohl es noch gar nicht ganz dunkel ist. Ja, ganz bestimmt, sagt Haggai und zwinkert Simon zu, um ihm zu signalisieren, dass er die fröhlichen Erwartungen von Lukas nicht gleich zu Beginn der Nacht zerstören soll. Simon wendet sich an Michaja und fragt, ob er an diesem Abend wieder in der Synagoge gewesen sei. In der Bethlehem-Bild habe er von der Veranstaltung gelesen. Ja, war ich, antwortet Michaja. Da wurden merkwürdige Textstellen aus der Schriftrolle von Jesaja gelesen, einem Propheten, dass ein Kind geboren werden soll, das alles gut machen wird, was so schräg läuft in unserem Leben. Menschen, die im Dunkeln tappen, werden plötzlich ein krasses Licht sehen. Dieses Baby wird der zukünftige Präsident sein, also Herrscher, und in Zukunft das Sagen haben. Er hat besondere Namen, der immer einen guten Tipp hat, heftiger Gott, Chef der Zeit, Friedensbringer. Er wird absolute Macht haben und dieser Frieden, für den er sorgen wird, der wird nie aufhören. Gott, der Chef vom Universum, ist da voll heiß drauf,
Er will das unbedingt tun. Krass, sagt Simon. So, ist das wirklich gesagt worden? Naja, manchmal mit anderen Worten, klar. Aber so habe ich das für mich verstanden. Da muss ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht ist ja heute Nacht nicht so viel los und ich finde Zeit dazu. Am Arbeitsplatz angekommen, übernimmt Michaja vom Tagschichthirtenmeister die Liste mit der Anzahl der Tiere, prüft kurz nach, schreibt Meo, das neue Schaf, dazu und tritt dann offiziell den Dienst mit seiner Crew an. Die Männer der Tagschicht rufen ihm noch ein freundliches Gut Hüt zu, wünschen dem jungen Lukas für seine erste Nachtschicht alles Gute und setzen sich in Richtung Bethlehem in Bewegung. Feierabend. Für die anderen beginnt die Nachtschicht. Vater und Sohn bringen Meo, das Schaf, zu den anderen Tieren. Und bevor Lukas die Leine löst, um es zur Herde laufen zu lassen, drückt er es noch einmal ganz doll. Als die Leine endgültig gelöst ist, bleibt das Schaf zunächst kurz stehen, aber als Michaja und Lukas ihm einen kleinen Klaps geben, setzt es sich in Bewegung und trottet zur Herde, wo es mit lautem Blöken begrüßt wird und erst einmal in der Herde verschwindet. Dann nimmt Michaja seinen Sohn Lukas an die Hand. So, und jetzt lass uns mal eine erste Runde um die Herde drehen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Schon bald ist Lukas abgelenkt und muss nicht mehr dauernd an sein Schaf denken. Keine Wolke ist heute am Himmel und es sieht aus, als ob jemand mit der Zahnbürste lauter goldene Farbkleckse an den Himmel gespritzt hat. Nach ihrer Runde setzen sie sich an ein Lagerfeuer. Michaja, Haggai und Simon erzählen Geschichten. Lukas hört gespannt zu und zwischendurch dreht er abwechselnd mit einem der Hirten immer wieder eine Runde um die Herde. Nach der dritten Runde können sie eine längere Pause einlegen, weil es auch in der Herde immer ruhiger wird. Sie packen ihre Butterbrote aus, gießen Tee in ihre Becher, wärmen sich am Feuer und unterhalten sich. Allmählich werden die Pausen zwischen den Gesprächen immer länger. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Jeder döst vor sich hin und kämpft damit, nicht einzuschlafen. Auch Lukas, obwohl er die ganze Nacht durchmachen wollte. Doch auf einmal wird es taghell. Lukas denkt zuerst, dass er träumt. Doch dann stellt er fest, dass ihr Lagerfeuerplatz tatsächlich von einem klaren, hellen Lichtschein erleuchtet wird. Lukas stupst seinen Papa an, der hochschreckt und zuerst ganz irritiert Lukas anschaut und dann in die Runde blickt. Inzwischen sind auch Haggai und Simon wach geworden und sehen etwas ratlos aus. Diese plötzliche Helligkeit um sie herum kann sich keiner erklären, denn der Himmel ist immer noch dunkel und mit Sternen übersät. Und auf einmal ertönt in die gespannte Stille hinein eine Stimme: »Fürchtet euch nicht!« Alle zucken zusammen. Lukas drängt sich eng an seinen Papa, bevor noch einmal diese Stimme ertönt: »Fürchtet euch nicht!« Und dann sehen sie tatsächlich Umrisse eines Wesens, groß und kräftig. Das Licht scheint von diesem auszugehen. »Papa, Papa, wer ist das?« »Keine Ahnung, das erleben wir hier auch zum ersten Mal.« Dann wieder die Stimme: »Fürchtet euch nicht!« Die Hirten und Lukas bekommen Panik. Aber diesmal spricht die Erscheinung weiter. »Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe gute Nachrichten für euch und alle anderen Menschen. Heute Nacht ist hier in Bethlehem der Mann geboren worden, der euch alle aus dem Dreck holen wird.« »Krass«, flüstert Michaja, der als erster wieder klare Gedanken hat, den anderen zu. »Hier passiert ja genau das, was ich vorhin noch in der Synagoge vorgelesen bekommen habe. Irre! Das da vorne muss ein Engel sein, ein Bote Gottes.« »Du spinnst«, zischt Haggai kleinlaut. »Meinst du das in echt, Papa?«, fragt Lukas mit weit aufgerissenen Augen. »Ja, meine ich«, erwidert Michaja. »Aber hör mal, der will noch mehr sagen.« Mit lauter Stimme spricht der Engel weiter: »Ich sage euch, wo ihr ihn finden könnt. Er liegt in einem Futtertrog in einem Stall, eingewickelt in Windeln, denn noch ist er ja ein Baby. Zu dem Mann wächst er erst noch heran.« Den Vieren
ist trotz aller fürchtet euch nicht Worte des Engels noch immer reichlich mulmig zumute. Trotzdem würden sie am liebsten sofort losmarschieren, um nachzusehen, ob irgendwo in Bethlehem in einem Stall ein Baby in einem Futtertrog liegt. Vorher müssen sie sich noch eine Art Konzert anhören. Und auf einmal ist der Engel nicht mehr alleine. Neben ihm steht plötzlich eine Riesenmenge dieser Himmelswesen. Lukas denkt, boah, wenn ich das meinen Freunden erzähle, die glauben mir kein Wort. In einer Art Sprechgesang beginnen die Engel, der Gott, der aus dem Himmel kommt, er soll geehrt werden. Er hat den Menschen jetzt ein Friedensangebot gemacht für alle, die es annehmen wollen. Nach diesem Loblied wird es wieder ruhig. Keine Engel mehr, kein Licht, bis auf das Licht der Sterne. Ein Stern fast genau über ihnen leuchtet besonders hell. Was haben sie da eben erlebt? War das ein Traum, eine Halluzination? Michaja, der Hirtenmeister, schafft es als erster, seine Gedanken wieder zu ordnen. Es hat schon seinen Grund, warum er der Teamleiter ist. Was sagte der Engel? In Bethlehem wäre der Beweis zu finden, dass das eben wirklich passiert ist. Also auf nach Bethlehem! Die ganze Mannschaft ist so aufgeregt, dass sie rennt. Die Tiere der Herde kommen bestimmt auch eine Weile ohne sie aus. Und sie brauchen gar nicht lange zu suchen. Schon nach kurzer Zeit hören sie Babygeschrei. In dem Stall einer Herberge, ganz in der Nähe ihrer Herde, liegt ein Kind in Windeln gewickelt in einem Futtertrog, genauso wie der Engel es gesagt hat. Die Mutter und ihr Mann sitzen daneben auf einem Strohballen, völlig erschöpft, aber glücklich. Wie die Hirten erfahren, heißen die beiden Maria und Josef. Und das Kind da vor ihnen, das haben sie Jesus genannt. Jeder der vier Hirten in dieser Nacht, zählt auch Lukas dazu, hat das Gefühl, dieses Kind da sei für ihn geboren. Genau erklären, warum das so ist, kann erstmal keiner. Sie freuen sich jedenfalls total über das, was sie in dieser Nacht erlebt haben. Allen, die ihnen auf dem Rückweg begegnen, erzählen sie davon. Und alle, denen sie davon erzählen, staunen nicht schlecht. Auch Judith, als ihre beiden Männer am nächsten Morgen von der Schicht nach Hause kommen und von der Nacht berichten. Obwohl es ziemlich verrückt scheint, was die beiden erlebt haben, sind sie jetzt auch reichlich müde. Als Judith schließlich Lukas in sein Bett bringt, fragt sie ihn, »Na, Lukas, bei all dem, was du heute Nacht erlebt hast, willst du später auch mal Hirte werden?« »Ist ganz schön, Mama«, antwortet ihr Lukas. »Aber du weißt doch, ich will lieber Arzt oder Journalist oder Geschichtenschreiber werden. Oder beides.« Und dann fallen ihm die Augen zu und er schläft tief und fest ein. Seine Mama streichelt ihrem schlafenden Sohn noch einmal sanft über den Kopf und lächelt ihn dabei an. Ja, das wäre schön, wenn diese Geschichte mal jemand aufschreibt. Und tatsächlich hat der kleine Lukas später studiert und ist ein Arzt und Geschichtenschreiber geworden, uns allen bekannt als der Evangelist Lukas, und hat diese Geschichte und viele andere Geschichten über Jesus und das, was er bedeutet, aufgeschrieben und auch Geschichten über die junge Kirche, die junge Bewegung, die auf den Tod und die Auferstehung Jesu hin gewachsen ist. Er hat das alles seinem lieben Freund Theophilus geschrieben und ihr könnt es nachlesen im Neuen Testament. Da steht das nämlich alles drin. Und das erinnert mich auch immer wieder an die Jugendarbeit, Jugendkoordination in Kronberg. Man weiß nie, was aus den Dingen, die die Jugendlichen jetzt gerade vielleicht noch unverständlich für Außenstehende so machen und tun, was daraus alles erwachsen kann. Großartige Dinge können daraus entstehen und wir glauben daran, und wir versuchen, den Jugendlichen und den älteren Bürgern diesen Glauben, diese Hoffnung auch weiterzugeben und sie in ihnen zu stärken. Ich hoffe, dass ihr alle noch einen wunderbaren Adventssamstag verbringen könnt. Ich werde mich jetzt gleich aufmachen und werde mit meinem Sohn Connor und meiner Mutter in den Zoo gehen.
Denn heute ist, wie ich es schon erwähnt habe, der internationale Affentag. Und da werden wir eine kleine Zeit im Affenhaus verbringen. Also, vielleicht, wenn du in Frankfurt bist und du hast Lust, vorbeizukommen, heute Nachmittag Affenhaus, direkt hinter einer meiner Lieblingsgemeinden, den Baptisten am Zoo. Bis dann. Also, wo gestern übrigens Sarah Brendel gespielt hat und ich habe es verpasst. Ich war einfach irgendwie zu müde. Entschuldigung, Sarah. Ich hätte dich gern getroffen und gehört. Also, bis morgen, ihr Lieben. Ciao.